Moin, meine lieben Heimwerkerfreunde. Ja, heute ist mal wieder ein Pübi-Projekt. Meine Pübi möchte gerne eine Ablage für die Badewanne haben. Ich habe selber noch keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe mir aber was überlegt. Und zwar habe ich beim Andi von Andis Werkstatt habe ich gesehen, der hat ja diesen Todesstern gedrechselt und der hat das aus diesem Bambusholz gedrechselt und das kannte ich überhaupt nicht und das gibt es im Baumarkt und da habe ich mir so eine Platte jetzt halt besorgt. Das ist 80x40 Platte ist das. Sieht so jetzt nicht so spektakulär aus, aber was ich halt cool finde ist, dass das hier so eine Maserung drin hat. Also ich gucken, ob ihr das sehen könnt. Also mal bei Andi im Video sieht man das eben halt ganz gut. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal eine kleine grobe Zeichnung gemacht, also erstmal die Maße von der Badewanne, wie lang das Brett sein muss und alles. Ich habe mir erstmal keinen Stresstee gemacht und ja, ich bin jetzt erstmal zu dem Punkt gekommen, ich werde jetzt dieses Brett aufsägen, damit ich diese Maserung habe und wieder zusammenleihen und alles weitere überlege ich mir dann. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, wie man unschwer erkennen konnte, habe ich ja die Bretter aufgeschnitten und habe die wieder zusammengeleimt. Musste das allerdings auch zweimal machen. Leider ist das ein bisschen schief geworden, wo ich das Ganze dann halt nochmal ein bisschen... Also ich habe es nochmal aufgeschnitten und habe es dann nochmal zusammengeleimt. Aber das habe ich euch jetzt auch erspart. Ist ja auch Quatsch jetzt, warum soll ich euch das jetzt alles nochmal zeigen. Und habe alles geschliffen. Ja, jetzt habe ich erstmal dieses Brett, könnte auch ein Schneidebrett sein. Also ich habe es auch bewusst sehr stabil jetzt genommen. Natürlich kann man es natürlich auch dünner nehmen. Aber weiß ich nicht, so ein bisschen massiver und so finde ich irgendwie ganz cool. Finde ich irgendwie geiler und deswegen. Und ich hatte nämlich auch überlegt, dass ich eventuell, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich es mache. Also ich habe mir erstmal überlegt, dass ich jetzt dieses Brett nehme oder baue. Und hier unten kommt gleich noch so eine Halterung, oder die kommt ziemlich zum Schluss, dass das nicht aus der Badewanne herausfallen kann. Also ein ganz einfaches Prinzip, ne? Also einfach hier nur so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein L-Stück, also ein bisschen versetzt ab hier, dass das eben halt nicht rausrutschen kann. Nur, ich habe das jetzt extra so dick gewählt, weil ich mir die Option irgendwie aufhalten wollte, die Option übrig lassen wollte, ich glaube, so hört sich das besser an, hier eventuell was reinzufräsen, vielleicht auch irgendwie eine Mulde für Kerzen oder so, ich weiß es noch nicht ganz genau. Naja, wie gesagt, das Grundgerüst ist jetzt fertig und dann schauen wir jetzt mal weiter, wie ich das jetzt baue. So, ich habe nämlich Rücksprache jetzt mit meiner Chefin gehalten, die möchte da keine Kerzenmulden drin haben, aber einen kleinen Rahmen drum zu mit so einer Kante und den bereite ich jetzt vor oder den baue ich jetzt. Oh, darf mich aber auch nicht verschneiden, ey. Passt ja gerade. Gerade so. Thank you.
nur hier unten. Ja, schon mal ganz gut aus, ne? So, lassen wir das Ganze mal trocknen. So, jetzt sind wir beim Finish angekommen. Das Ganze nochmal ein bisschen abgeschliffen. Habt ihr gesehen, wie ich das geleimt habe. An der Stelle würde ich euch mal ganz gerne fragen, was nehmt ihr denn eigentlich so fürs Finish? Also was für Öl? Ja, welche Erfahrungen habt ihr da? Also ich bin da recht planlos. Also ich weiß, dass es irgendwie Möbelwachs gibt. Und ich habe hier dieses Arbeitsplattenöl, das habe ich halt einfach mal gefunden. Oder habe ich mir halt mal gekauft. Und ja, das nutze ich eigentlich immer. Ich weiß gar nicht. Also ich weiß, dass man irgendwie Leinöl nehmen kann. Ich glaube, man kann sogar Walnussöl oder so nehmen. Das sind ja diese Naturöle. Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Empfehlungen oder irgendwelche, ja, wo ihr euer Öl kauft oder so. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das könnt ihr ja vielleicht unten in den Kommentaren mit reinschreiben. So, meine lieben Heimwerker-Freunde, ich habe das Ganze jetzt eingeölt. Das werde ich noch ein bisschen trocknen lassen. Ihr bekommt zum Schluss auch noch ein paar Bilder. Ich werde das in der Badewanne oder auf der Badewanne werde ich das raufsetzen und dann werde ich euch das nochmal zeigen. Da kriegt ihr auf jeden Fall nochmal ein paar Bilder. Ja, um da nochmal ein bisschen was zu sagen. Also ich finde, das ist ein sehr leichtes Projekt, ein einfaches Projekt. Ihr müsst ja auch kein Bambusholz oder sonstiges nehmen, aber ich würde, glaube ich, schon Harthölzer nehmen und auch Echthölzer, also was heißt Echthölzer? Ja, Harthölzer würde ich auf jeden Fall nehmen, weil es ja dann doch mehr oder weniger des Öfteren ja durchs Baden halt mit Wasser ausgesetzt ist und ich würde es dann halt auch noch ölen und also da würde ich auf jeden Fall nicht irgendwie irgendwelches gepresstes Holz nehmen oder so, also schon was Massives nehmen, was auch definitiv länger hält und was jetzt auch nicht sich so schnell mit Wasser aufsaugt. Ihr müsst das Ganze auch nicht so stabil machen, also ich habe es ja wie gesagt, dieses Brett selber, das war ja, ich glaube, 4 cm stark und der Rahmen selber, der ist 7 cm ja, hoch, breit und das habe ich aber extra so gewählt. Zum einen, weil es da eben halt auf der Badewanne aufliegt, ist das Ganze generell auch höher und ja, hier hat man halt eine Kante, wo man was drauf abstellen kann und im Prinzip könnt ihr auch einfach, ich sag mal, ein Bucheholz nehmen und setzt da so einen Rahmen drum zu, wie ich es halt auch gemacht habe. Ja, und dann guckt ihr einfach, ne? So, und hier ist das ja so, hier habe ich ja einfach so ein ja, L-Stück oder so reingesetzt. Hier bin ich leider mit der Tischfräse so ein bisschen, ja, vom Weg abgekommen. Es ist so ein klein bisschen forsch, aber das sieht man nicht. Ich wollte jetzt auch nicht extra wieder noch eine Platte holen oder zwei holen. Und dafür ist das auch zu teuer. Also so eine 80x40 Platte Bambus kostet, ich glaube, 14 Euro oder 15 Euro. Also ich habe hier nicht ganz zwei Platten für gebraucht. Also so um die 25 Euro kostet dieses Teil jetzt. Klar, dann kommt da noch ein bisschen Öl mit zu und sowas.
Arbeit darf man ja sowieso nicht rechnen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ist eigentlich ein recht einfaches. Ich habe es einfach nur aufgesägt und habe dann halt einfach gedacht, dadurch, dass es eine andere Maserung hat, sieht es halt ein bisschen schicker aus. Ist jetzt nicht nur einfach ein Brett mit einem Rahmen drum zu. Oder es ist im Prinzip ja ein Brett mit einem Rahmen drum zu, aber dadurch, dass es jetzt irgendwie so ein anderes Muster hat, wertet das die ganze Geschichte irgendwie so ein bisschen auf. Finde ich zumindest. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende des Videos. Wie gesagt, ihr bekommt ja noch Bilder. Wem das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert gerne. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt das gerne irgendwie unten mit rein. Voll lustig, ne? Mit diesem Schulterzucken. Ich hatte letztens, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber dann hatte ich von der Kellerwerkstatt, vom Daniel, hatte ich auch ein Video geguckt und der hat komischerweise am Ende des Videos auch immer mit den Schultern gezuckt. Und ich weiß nicht wieso, aber ich mach's halt zwischendurch auch irgendwie auch, keine Ahnung. Ja, wer neu auf meinem Kanal ist, kann gerne ein Abo dalassen, da freue ich mich jedes Mal drüber. Es ist kostenlos für denjenigen, für mich ist es eine große Hilfe, für euch ist es einfach nur ein Klick. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall wiedersehen und würde sagen, bis demnächst, euer Kreativbär. Ciao.